Herzlich willkommen zum Kalender Türchen Nummer 4. Wir spielen Jungle Hunt. Ja, aus dem Jahre 83 von Atari in meinem Atari 2600 Adventskalender. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten das erste Level. Ja, wir sind hier dieser fesche Indiana Jones mäßige Verschnitt. Wir haben oben rechts die Punkte und wir springen von einer Liane zur anderen Liane. Wir können auch nicht hoch oder runter klettern, sondern wir müssen uns echt darauf verlassen, dass wir einen guten Jump haben. Das ist das erste Level. Wir müssen, wie gesagt, durch die Lianen uns schwingen. Wir haben 4 Adventurer sozusagen. Das nächste Level wird das Krokodilschwimm-Level sein. Das heißt, da bin ich nicht so gut drin, ehrlich gesagt. Aber gemäß dem Motto Quick and Dirty werden wir hier 24 Atari-Klassiker hier im Advents-Dezember spielen. Oh, das war aber knapp. Uiuiuiui. So. Wo ist denn mein... Wo ist denn mein Messer? Nein! So, ein bisschen Luft schnappen. Die Krokodile, die haben Hunger auf uns. Aber ich habe momentan gar keine Bestrebungen, vor deren Maul zu schwimmen. So, oh, wir müssen wieder ein bisschen Luft atmen. Uiu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 i. Die sind aber heute ein bisschen doof, die Krokodile, ne? Sonst sind die ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Und wir zischen oben. Wir zischen nicht. Nein, müssen wir wieder von vorne anfangen. Oh, das ist aber blöd. Mal gucken, ob es funktioniert. Ob ich mein Messer zücken kann. Los, Krokodilchen, komm. Ja, das funktioniert. Weil ich dachte schon irgendwie... Das hatte ich noch so im Kopf gehabt, dass es eigentlich geht. Oh, ich brauche Luft. Ich vergaß. Na, das geht nicht. Ja, hat er mich mit der Schwanzflosse noch ewig, dieser blöde Kroko. Aus dir mache ich eine Handtasche, Freundchen. Ja. Das ist doch zum Aus der Haut fahren. Ja, ganz anders als bei Barnstorming haben wir hier nämlich Leben. Oh. Ja, das ist Kollisionsabfrage Deluxe, würde ich sagen. Noch 0 Leben haben wir. Wir hauen jetzt einfach mal hier das Krokodil in die Tasche. Warum 300 Punkte? Hä? Verstehe ich nicht. Komisch. So, und jetzt sind wir im nächsten Level. Wir haben leider nicht erlebt, wie der Super Indiana Jones Man hier. Ja, das war wohl nix. Also beginnen wir von vorne mit dem Lianenschwingen. Noch eine Runde werden wir spielen. Ich... Uah. Oh, es war aber sehr knapp. Ein bisschen... Mann, Freundchen. Die schwingt aber auch heute wieder langsam, die Liane. Nein! Oh, das war knapp. So, noch einmal. Oh. Ich glaube, in irgendeiner Portierung dieses Spiels ist es ein bisschen hübscher programmiert. Dann sieht man nämlich tatsächlich den Sprung in das Wasser. Oh, das war aber knapp. So ein bisschen Luft tanken. Und wir haben hier eben auch gar nicht mitbekommen, wie er an Land geschwommen ist, sozusagen. Oh. Ah, nee. Mann, das war wieder sehr knapp. Komm, Kroko, komm. Oh, ich hab doch mit dem Messer rumgehantiert. Das ist aber ein bisschen frech hier. So. Ja, das war daneben. Na gut, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Luft schnappen. So, na? Handtäschchen, Handtasche. Ach, hat er mich noch erwischt?
Gut, also, Attacke auf das Krokodil. 100 Punkte, sehr gut. Bisschen Luft schnappen. Das Krokodil schnappt nämlich auch uns nämlich zu. 200 Punkte und... Das gibt's gar nicht. Dieses verfressene Krokodil, der macht mich hier alle. So, 2200 Punkte. Und 4180 Sekunden quasi. Der ist ziemlich wild, das Krokodil sehe ich gerade hier, ne? So, Luft schnappen. So, jetzt sind wir aus dem Wasser gestiegen. Ach komm, Leute, das gibt's doch gar nicht. Und hüpf! Indiana Jones. Nee, ist ne nicht. Ich würde niemals... Ja, man muss einfach viel früher hüpfen. Ja, das war... Jungle Hunt in meinem Atari 2600 Adventskalender. Ich glaube, nach diesem Hüpfereignis ist es auch, glaube ich, vorbei. Das heißt, wir waren also kurz vorm Ende des Spiels. Gut, den müssen wir irgendwie auch noch hinkriegen, diesen Manitou-Häuptling da. Es hat Spaß gemacht. Ich wollte das Spiel einfach mal zeigen in meinem Adventskalender. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Türchen wieder.